Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit. Und wie auch in den anderen Folgen werde ich euch heute 30 Weisheiten, Sprüche, Zitate oder auch Aphorismen vorstellen, die euch ein bisschen zum Denken anregen sollen oder auch, wenn man vielleicht Hilfe sucht, hier eine kleine Ratschlag bietet. Fangen wir am besten an mit Nummer 1, Richtungswechsel. Im freien Fall hat noch niemand die Richtung gewechselt. Von Bertolt Huber. Zweitens, wer glücklich ist, kann glücklich machen. Wer es tut, vermehrt sein eigenes Glück. Von Johann Wilhelm Ludwig Klein. Drittens, Pflicht und Gesetz sind das Fundament, auf dem die Zivilisation aufgebaut ist. Sie dürfen nicht nachgeben, denn wenn sie es tun, fällt alles andere mit ihnen. Autor unbekannt. Viertens, mich betrügen keine verfallenden Bauwerke. Sie zeugen nur von der Vergangenheit. Aber dauerhafte Baustellen, die niemals fertig werden, sie stehen für Trägheit und Ineffizienz. Auch hier ist der Autor unbekannt. Fünftens. Die einzigen Kronen, die von wirklich großem Wert sind, sind die von Bäumen. Von Markus Keime. Sechstens. Der Weise lacht nicht, um ein Wein zu unterdrücken. Der Autor hier ist unbekannt. Siebtens. Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch regieren. Bei schlechten Beamten helfen die besten Gesetze nichts. Von Otto von Bismarck. Achtens. Hol dir nie Rat bei deinen Befürchtungen. Von Andrew Jackson. Neuntens. Wenn du in einer Welt der Illusion lebst, ist es gut zu wissen, welche Tür zurück in die Wirklichkeit führt. Hier ist der Autor unbekannt. Zehntens. Wer nicht seinen Sehnsüchten folgt, den verfolgen seine Sehnsüchte. Von Georg Wilhelm Exler. Elftens. Wo deine Gaben liegen, da liegen auch deine Aufgaben. Ein altes deutsches Sprichwort. Hat mir auch schon mal so ähnlich gehabt, aber hier ein bisschen anders. Zwölftens. Der Weise weiß, dass das unausgesprochene Wort manchmal die größere Macht hat. Hier ist der Autor unbekannt. 13. Ohne Begeisterung, welche die Seele mit einer gesunden Wärme erfüllt, wird nie etwas Großes zustande gebracht. Auch hier ist der Autor unbekannt. 14. Eine Behauptung unzählige Male aufzustellen, macht sie dadurch nicht wahr. Von Abel J. Jones. 15. Worte sind starke Waffen in jeder Sprache, egal ob gut oder schlecht. Autor unbekannt. 16. Es ist so leicht, andere, aber so schwierig, sich selbst zu belehren. Von Oscar Wilde. 17. Beleidigungen sind die Argumente derer, die Unrecht haben. Von Jean-Jacques Rousseau. 18. Die Zögerlichkeit ist ein Zeitdieb. Autor unbekannt. 19. Einen Menschen erkennt man daran, wie er sich benimmt, wenn er sich nicht benehmen muss. Von Wilhelm Dietrich Dautzenberg. 20. Das hier ist eher eine kleine Anekdote, aber die muss erzählt werden, weil sonst der Kern der Aussage nicht verständlich wird. Erzählt hat sie Susan Assiut, aber an sich geht es um das, was der Dr. Billroth mal gesagt hat. In Wien gab es einen berühmten Chirurgen Dr. Billroth. Er lehrte seinen Studenten, dass ein Arzt zwei Fähigkeiten braucht. Er darf sich nicht ekeln und er muss eine präzise Beobachtungsgabe besitzen. Dabei tunkte er seinen Finger in eine abscheuliche, bittere Flüssigkeit, schleckte und forderte jeden Studenten auf, das Gleiche zu tun. Die Studenten probierten einer nach dem anderen von der widerlichen Flüssigkeit, ohne mit der Wimper zu zucken. Danach eröffnete ihn Dr. Billroth lächelnd: Sie haben den ersten Test bestanden, aber nicht den zweiten. Denn keiner von Ihnen hat bemerkt, dass ich meinen ersten Finger in die Flüssigkeit getaucht, aber den zweiten abgeleckt habe. 21. Das Gedächtnis der Natur ist riesig, ihre Rache kurz. Autor unbekannt. 22. Die Wurzeln allen Übels sind die Bequemlichkeit und Gier des Menschen, diese werden ihn zu Fall bringen. Von Beatrix Mark. 23. Ein guter Rat gehört zu den Beleidigungen, die man verzeihen sollte. Autor leider unbekannt, genau wie vom nächsten hier. 24.
Reden und Sprechen sind zweierlei. Ein Narr mag reden, aber ein Weiser spricht. 25. Wenn du brillant über ein Problem reden kannst, scheint das Problem bereits gelöst zu sein. Von Stanley Kubrick. 26. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Von Aurelius Augustinus, ein ganz, ganz, ganz alter christlicher, naja, Prophet jetzt vielleicht nicht, aber Prediger auf jeden Fall. 27. Genie ist nicht dasselbe wie Weisheit. Genie ist ein Geschenk, Weisheit eine Kunst. Autor unbekannt. Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der soll sich an den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu zerstören. Sie sind sogar nützlich für die Blumen, sammeln deinen Reichtum, ohne seine Quellen zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen. Von Siddhartha Gautama. Hat heute mehr Bedeutung denn je in sowohl übertragenen als auch direkten Sinn. 29. Sieh dir diesen Pfirsichbaum an. Ich kann ihn nicht zum Blühen bringen, wenn es mir passt. Noch kann ich ihn dazu bringen, vor seiner Zeit Früchte zu tragen. Egal was du tust, dieser Samen wird zu einem Pfirsichbaum heranwachsen. Du magst dir einen Apfel oder eine Orange wünschen, aber du wirst einen Pfirsich bekommen. Von Okwe aus Kung Fu Panda. Und last but not least, mit unbekannten Autor, wahre Freunde mögen dich so, wie du bist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von der diesigen Folge angelangt. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant, lehrreich, inspirierend, auf jeden Fall irgendwie erquickend und hoffe, dass wir uns deswegen bei der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin sage ich, macht es nicht gut, macht es besser und tschüss.